Willkommen, liebe Clasherer, bei mir, dem Thorsten Rattoto, beim Clan Spätzle mit Soße. Ja, ich bin euch erstmal noch eine Nachlese so ein bisschen schuldig, was den Livestream angeht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir uns mal wieder gesehen habt, also dass ihr mal wieder 2 Stunden mit mir live verbringen konntet. Und ich glaube, das war eine ganz gelungene Sache auf einen Samstag, sehr, sehr spät Abend. Aber ich glaube, das war jetzt nicht ganz so schlimm, denn ich habe ja extrem spät angefangen, 10 Uhr. Und ich bin euch auf jeden Fall das Ergebnis noch schuldig. Und wir gucken uns einfach hier den 11er Angriff vom DOG an auf die Nummer 6 auf Polster, also reiner 11 auf 11. Und worum geht es eigentlich im Thema? Im Moment geht es so ein bisschen es gibt wohl eine neue Masche, wie man an Accounts kommt, außer dass man sie selber spielt oder dass man sich die Accounts erkauft. Aber worum es da geht, das hat mein lieber YouTuber und Clash of Clans Kollege Olli, also Skylife COC, heute auch schon in einem Video gebracht und hat mich darauf hingewiesen. Und wir wollen möglichst viele natürlich davor bewahren, dass euch das vor allen Dingen nicht passiert und ihr nicht einfach so eine E-Mail-Adresse über die Supercell-ID eingebt. Wie das Ganze funktioniert, werde ich euch gleich mal an meinem Beispiel ganz, ganz einfach erklären. Aber schöner Angriff hier vom DOG. Und wir haben am Samstagabend reichlich Angriffe gesehen, allerdings so gut wie gar nichts aus dem Elferbereich, weil wir auch erst sonntags angegriffen haben, also mit Masse zumindest. Und von daher ist da noch so ein bisschen was offen. Also ziehen wir uns diesen Angriff erstmal hier rein. Ich habe danach noch einen schönen Elferangriff, 11 auf 11. Also richtig, richtig schön gerockt hier. Und einfach als Beispiel, so kann man es machen. Und ihr seht das hier, ist noch eine richtige Masse an Bowler und Hexen am Start. Die wollen jetzt zwar erstmal alle durch die Mauer, aber die Heiler heilen hier natürlich jetzt schön den Warden. Der kriegt nämlich immer noch auf den Kopf von der Adler-Artillerie. Die ballert die ganze Zeit. Und jetzt hat sie sich aber erstmal einen Bowler nur geschnappt. Die macht natürlich ein bisschen Flächenschaden, die Adler-Artillerie. Das heißt, alles, was so ein bisschen da rum steht. Ich weiß nicht, wie viele Felder. Ich glaube, es sind ja nicht Felder, sondern, na doch, ich glaube, 1-2 Felder macht die denn ja noch Flächenschaden zusätzlich. Und und die lebt echt mal lange. Aber es macht nichts. Die Heiler schaffen es immer wieder, die Truppen hier hochzuheilen. Das ist natürlich super. Jetzt ist auch endlich die Adler-Artillerie-Geschichte. Jetzt geht's den letzten Lagern hier an Kragen und jetzt kann man eigentlich schon sagen, ja, das werden 3 Sterne, denn ja, so richtig viel defensive Gebäude sind jetzt nicht mehr da. Jetzt nehme ich nur noch der Bombenturm und da müssen die hier trotzdem nochmal durch die Mauer durch. Ja, das ist auch immer ein Kampf gegen die Zeit und der Angriff hier war auch wirklich, glaube ich, relativ eng. Am Ende dann nochmal eine Riesenbombe und dann sind das hier zumindest schon mal für den DOG richtig coole 3 Sterne gewesen. Und nächster Angriff kommt von Frigai. Und da ist er bereits. Ihr habt kein Déjà-vu. Die Base ist echt mal ähnlich. In der Mitte sind die Felder so ein bisschen verschieden. Neben beziehungsweise hier bei den Adlern, glaube ich, da ploppen gleich Teslas auf, denn ich habe mich auf diese Base auch versucht, habe aber nur 2 Sterne mit netten Prozenten geholt und war nicht so ganz mein CK, aber ich glaube, das ist auch nicht so schlimm. Wir lassen uns hier, das ist das Schöne, den Spielspaß nicht verderben und hier ist auch keiner so super, super traurig, wenn mal ein Kampf nicht so gut gelingt. Und hier wird auch, muss ich dazu sagen, ganz, ganz wenig rumgenölt, rumgemeckert. Es gibt immer mal wieder kleine Tipps. Hätte, Fahrradkette, das kennt er selber. Aber im Großen und Ganzen nölen wir uns hier nicht an oder machen uns hier an oder kritisieren uns dann anhand der Truppen, anhand des Angriffs oder was auch immer. Also auch wenn unsere Bases 3 Sterne kassieren, dann macht man sich natürlich mal Gedanken. Aber so Sprüche wie du musst dringend eine neue Base haben, das gibt's hier nicht. Das weiß dann jeder schon selber. Man guckt sich das dann 1-2 Mal an und dieser hier muss auch eine neue Base haben. Ja, also dann guckt man sich das 1-2 Mal an und dann baut man seine Base entweder um oder man baut eine vom Gegner, die man
selber womöglich nicht geschafft hat und als sehr, sehr schwierig einstuft. Das macht auch dann immer so ein bisschen Sinn, denn man weiß ja, wo die Fallen und Bomben sind. Ich meine, hier war es jetzt sehr, sehr offensichtlich, aber jetzt ist ja auch nur noch Punkt Schaden da, nämlich eine Kanone und ein Bogenschützenturm hier, und hier unten ist immer noch der Dicke, der hier mit dem Riesen tankt und die Heiler immer noch ein Ziel nach dem anderen hochheilen, so wie im Angriff davor auch. Jetzt stirbt zwar die Queen, aber sind wir ehrlich, ein Kanönchen hier, das ist auch nicht mehr wirklich so super toll. Und die Kanone nimmt sich zwar jetzt noch den Warden an, aber der King latscht nur noch hinterher, ist nur noch Statist. Okay, jetzt muss er noch eine Mauer machen, denkt er sich, aber die Base hier ist hin. Und wir haben den Clankrieg aber trotzdem leider verloren. Der Gegner war nämlich extrem stark. Das seht ihr hier. Auch im Elferbereich hat sie einfach mehr Dreier gegeben vom Gegner. Ich meine Base hier mit 98%. Das ist auch nochmal nett an Prozenten. Und ich glaube, der Masse hat 67 kassiert. Ja, es war in Ordnung. Ihr habt ja die Masse gesehen. Ich verlinke euch den Live. Den Livestream nochmal am Ende des Videos. Aber worauf ich eigentlich kommen wollte, ist diese Account-Klau. Ihr seht das hier nochmal eingeblendet, das Video von Olli, und ich habe euch das oben auch in der Infokarte und auch nochmal unten bei mir verlinkt. Das heißt also, jemand gibt scheinheilig an, dass er euch die E-Mail-Adresse oder seine E-Mail-Adresse gibt. Der verschenkt einfach seinen Account, und wenn ich das jetzt machen würde, ihr seht das hier, ich bin nicht mit meiner Supercell-ID verbunden, und wenn ich aber hier oben jetzt auf Disconnect klicke bei der Supercell-ID und gebe die E-Mail-Adresse des anderen an, die er mir gegeben hat, weil er will mir ja seinen Account geben, dann bekommt er den Code für euer Dorf. Also, seid gewarnt, er bekommt den Code für euer Dorf, und damit ist euer Dorf weg. Ihr kommt dann nicht mehr dran, wenn der einloggt. Und auch wenn ihr hier, glaube ich, mit Google verbunden seid, das kann er ja lösen, beziehungsweise ja, so kann man im Moment an Dörfer kommen, und das ist eine richtig blöde, abgezockte Masche. Und der Olli hat die Tech auch gezeigt. Ich habe mir den Clan eben weggeschrieben, denn der Kollege ist schon weitergezogen. Also seid gewarnt, er zieht hier durch die Lande, und er hat natürlich, auch wenn sein Account jetzt gebannt wird, jetzt muss ich mal gucken, welcher Clan ist denn nochmal war, seid auf jeden Fall gewarnt. Vor wem ich allerdings nicht warnen wollte, ist, habe ich noch die Tech drin? Jo, ich habe die Tech noch drin. Ist der Nick hier vom Clan OMC Shadow. Der hat mir nämlich geschrieben, hallo, kannst du mich mal bewerten? Ich war 2 Jahre inaktiv und habe sogar noch was Nettes, was viele sicherlich nicht haben. Weiß man nicht genau, aber ich habe es auch entdeckt. Erstmal ist es ein RH11, auch relativ frisch RH11. Er war, denke ich mal, ein Max RH10er. Da er ja inaktiv war relativ lange, hat er die Magiertürme hier noch nicht auf den nächsten Level ausgebaut, denn der Level kam ja erst in den letzten 2 Jahren, glaube ich, rein. Das heißt also, er baute jetzt schon hier den neuen, und die gehen jetzt natürlich auch erstmal, denke ich mal, hoch. Das Dorf sieht ganz nett aus, ist auf jeden Fall ein lupenreiner Elfer. Adler auf 1 hat er auch schon draußen, also das passt. Und von den Truppen her passt das auch, also er war schon 10er mit ganz annehmbaren Helden. Also das lassen wir mal so stehen. Ich glaube, der Miner kam ja auch erst in den letzten 2 Jahren dazu. Das heißt, den hat er sich jetzt erstmal erspielt, indem er die Kaserne ausgebaut hat. Und sieht ganz gut aus hier, deft ganz gut. In der Liga, wo er jetzt ist, ist er ja auch nicht ganz so hoch. Also das passt schon. Und ich denke mal, sein Dorf wird ihm auch passen. Die Ressourcen sind hier schön verteilt. Das heißt also, ein Angreifer muss hier schon das ganze Dorf einnehmen, um hier richtig an die Ressourcen zu kommen. Also da musst du schon eine nette Truppe haben. Aber was hat der Kollege hier? Er hat nämlich den ganz, ganz alten Weihnachtsbaum. Der dürfte so von vor 2 Jahren sein. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Er hat hier unten auch noch die anderen Weihnachtsbäume. Er hat mich einfach mal darauf hingewiesen. Und ist aber ein schöner Account, schönes Dorf hier. Und behalte auf jeden Fall deinen Account. Fall nicht auf irgendwelche betrügerischen Maschen rein. Und
Weihnachtsbaum 2 Jahre alt. Okay, ich muss mal suchen, ob ich nicht auch noch so einen habe. Ich weiß es nicht genau. Ja, also wir wollten nur noch mal darauf hinweisen. Und wenn ich aber schon mal im Dorf bin, dann mache ich doch noch mal so einen netten Farmangriff. Oh, das ist zum Beispiel so eine BSD. Erster Klick. Den nehme ich mit hier mit meiner billigen Truppe, denke ich mal. Ich muss hier jetzt zwar auch einmal ganz rum. Wo hat er hier denn Inferno? Den anderen hier, den hat er da. Das ist ein Multi. Okay, das ist nicht so schlimm. Hier brechen wir rein. Dann haben wir noch ein bisschen was live von mir. Also wer noch ein bisschen mehr live sehen will vom Wochenende, der Stream ist jetzt auch online. Also es hat ein bisschen gedauert, weil Toto hat mal wieder böse Musik da drin gehabt und die musste YouTube erstmal rausrendern. Es war nur ein Stück, also es war jetzt nicht so super stark, beziehungsweise es war nicht viel. Ich benutze eigentlich ausschließlich freie Musik, das heißt also, ich kann sie in meinen Videos und auch in meinen Streams verwenden. Es war mal wieder ein Stück dabei, irgendwo in einem längeren Stück, also nicht ein Stück, sondern ich baue ja auch längere Stücke ein. So, jetzt muss ich ein bisschen näher mal reingehen hier und muss hier mal, ja, ich glaube, die muss ich hier jetzt mal ein bisschen verschnellern, die Jungs, dass die hier ein bisschen schneller an dem Magierturm jetzt vorbeikommen. Okay, aber das Dorf ist ja jetzt auch nicht so super gut. Das passt schon, glaube ich. Und wo ist denn eigentlich King und Queen? Ah, okay, die zünde ich jetzt beide mal, weil die müssen beide noch durch eine Mauer durch. Und dann gucken wir mal, wie weit das hier jetzt noch reingeht. Ja, das sieht aber ganz gut aus. Ich glaube, den klauen wir, den klauen wir einfach mal alles. Mal sehen, was hier noch ist. Ich glaube, das ist noch ein X-Bogen, denke ich mal, der da gebaut wird. Und dann haben wir ihm jetzt seine Ressourcen noch nicht ganz geklaut. Auch kommt, Leute. Aber ich habe meine Armee jetzt auf jeden Fall gespart. Und wo war ich eigentlich eben stehen geblieben? Ja, Livestream. Habe ich euch auch nochmal A in der Infokarte, B in der Endsequenz ist er auch nochmal drin. Und da könnt ihr nochmal reinschauen, könnt ihr mir vielleicht einen Kommentar geben. Ich werde dem Ganzen nämlich gleich einen Kommentar abgeben. Die Musik war viel zu laut, Leute. Das hättet ihr mir sagen müssen. Ich bin ja kein Musikkanal, sondern hinterlege meine Videos ja nur mit ein bisschen Musik. Und von daher hätte man mir ruhig mal sagen können, Toto, die Musik ist ein bisschen laut. Ja, super Sache immer, wenn das Telefon klingelt, musst du auch ran. Und ich war stehen geblieben. Ja, die Musik war viel zu laut. Ich habe es da nicht quer gehört an dem Arm. Sonst mache ich das immer am Notebook, dass ich es quer höre. Allerdings ist mein Notebook im Moment an einem anderen Platz, weil ich auch Bereitschaft habe und bin immer ständig mit meiner Firma verbunden und nicht mit YouTube oder sonst was. Aber das stelle ich ab. Hat euch die Leute Musik halt ganz gut gefallen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir am Ende einen Daumen da. Und ich würde sagen, bis dahin, euer Toto Clash.